Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Ministerpräsident Erwin Sellering ist Ende April zu einem zweitägigen Besuch nach St. Petersburg geflogen, um dort Wirtschaftsgespräche zu führen. Im Rahmen seines Besuchs hat der Ministerpräsident auch an einem als privat bezeichneten Empfang des Erdgaspipeline-Betreibers Nord Stream für Ex-Bundeskanzler Schröder teilgenommen, an dem bekanntlich auch der russische Präsident Wladimir Putin teilnahm. Sehr geehrte Damen und Herren, der Ministerpräsident trat diese Reise zu einem Zeitpunkt an, zu dem Russland gerade nach einem völkerrechtswidrigen Referendum die Krim annektiert hatte. Ministerpräsident Sellering reiste in einer Zeit nach Russland, in der russische Separatisten gerade mehrere OSZE-Beobachter, darunter auch Deutsche, in Geiselhaft genommen hatten und der Öffentlichkeit in einer für mich abstoßenden Form präsentierten. Der Ministerpräsident reiste ungeachtet aller öffentlichen und internationalen Proteste gegen das vor allem von Wladimir Putin verantwortete völkerrechtswidrige Vorgehen Russlands in der Ukraine-Krise. Die Landesregierung betrieb eine Politik des Business as usual, des Weitermachens in einer Zeit, in der das Völkerrecht mit Füßen getreten wurde und in der die Europäische Union unter wesentlicher Mitbeteiligung der Bundesrepublik über Sanktionen verhandelte. Sehr geehrte Damen und Herren, der NDR-Journalist Marcel Güsken kommentierte die Reise des Ministerpräsidenten in den Tagen seiner Zeit wie folgt, ich zitiere: Was für ein verheerendes Signal. Da berät die EU über schärfere Sanktionen gegen Moskau und am gleichen Tag reist der Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern nach Russland, um gut Wetter zu machen. Damit die Geschäfte besser laufen. Deutlicher kann Sellering kaum zeigen, was für ihn im Zweifelsfall Vorrang hat. Völkerrecht oder Demokratie, schön und gut. Aber bitte nur, solange es die Wirtschaft nicht stört. Zitat Ende. Ich finde, dass dieser Kommentar den Vorgang sehr zutreffend darstellt. Es stellt sich die Frage, an welchen Werten und Leitlinien sich die Politik dieser Landesregierung orientiert. Und wenn wir der Beantwortung dieser Frage nachgehen, so offenbart die Erklärung der Landesregierung zu dieser Reihe eine Prioritätensetzung, die wir weder für nachvollziehbar halten noch nachvollziehen können. Der Ministerpräsident hat die Reise öffentlich damit begründet, und jetzt zitiere ich wieder, dass gerade in solchen Zeiten, in denen sich die Stimmung aller Beteiligter mehr aufheize als abkühle, man besonnen bleiben müsse und den Dialog suchen müsse. Deswegen sei es richtig, den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen. Bis heute, sehr geehrte Damen und Herren, ist aber weder dem Landtag noch der Öffentlichkeit bekannt, ob und wie dieser Gesprächsfaden denn überhaupt genutzt worden ist. Es ist nicht bekannt, ob Ministerpräsident Sellering auch nur ein einziges Wort zur Ukraine, zum völkerrechtswidrigen Vorgehen Russlands und seinerzeit zur Geiselnahme der OSZE-Beobachter verloren hat. Es ist nicht bekannt, ob der Ministerpräsident die Teilnahme an der privaten Feier dazu genutzt hat, Präsident Putin kritisch auf das Vorgehen Russlands in der Ukraine-Krise anzusprechen. Es gibt keine Erklärung dazu, warum der Ministerpräsident an jenem Privatpartyempfang teilnahm und damit als erster Repräsentant unseres Bundeslandes auch den öffentlichen Eindruck erweckte, es sei alles in Ordnung. Und ich will in diesem Zusammenhang einmal den Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung zitieren, das SPD-Mitglied Christoph Stresser, der seinerzeit zu dem Putin-Empfang oder Schröder-Empfang sagte: Der gewollte Schulterschluss mit Putin gerade jetzt ist eine Provokation. Diejenigen, die in Russland für die Einhaltung der Menschenrechte kämpfen und gegen die aggressive Außenpolitik Putins, muss die demonstrative Umarmung zynisch vorgekommen sein. Und ich glaube, Herr Stresser trifft die Stimmung auf den Punkt, sehr geehrte Damen und Herren.
Sehr geehrter Herr Sellering, Ihnen muss doch bewusst gewesen sein, dass Sie sich damit in aller Öffentlichkeit instrumentalisieren lassen. Welches öffentliche Bekenntnis geht denn von einem Ministerpräsidenten aus, der an einer traurigen, an einer derartigen Festivität teilnimmt, ohne öffentlich auch nur ein Wort über jene Krise zu verlieren, die den Frieden in Europa massiv bedroht hat und nach wie vor massiv bedroht. Sie senden damit deutliche Signale des Weiter-so und vermitteln den Eindruck, es sei alles in Ordnung und man könne so weitermachen wie bisher. Aber es ist nichts in Ordnung in diesem Zusammenhang. Es ist nicht in Ordnung, dass in der Ukraine Menschen- und Minderheitsrechte missachtet werden. Es ist nicht in Ordnung, dass diese Landesregierung den Eindruck erweckt, unser Bundesland könne seine wirtschaftlichen Beziehungen mit Russland ungeachtet der Krise und der Bedrohung in der Ukraine weiter pflegen, ohne diese auch nur mit einem Wort anzusprechen. Es ist nicht in Ordnung, mit der Aufrechterhaltung des Gesprächsfadens zu argumentieren, wenn dieser nicht gleichzeitig dazu genutzt wird, sich kritisch zum Vorgehen Russlands in der Ukraine-Krise zu äußern. Sehr geehrte Damen und Herren, in diesem Zusammenhang möchte ich auch das widersprüchliche Agieren der SPD und auch der CDU in dieser Frage ansprechen. Es ist noch gar nicht so lange her, da hat der SPD-Fraktionsvorsitzende die Reise von 2 Abgeordneten der Linken auf die Krim öffentlich als große politische... Lieber Kollege Kokert, in der Tat kann man sich über Qualitäten unterhalten und da ist vielleicht die eine Qualität, wirtschaftliche Gespräche zu führen im Zusammenhang mit der Krise und das nicht anzusprechen, sich abends an einer Party zu beteiligen und da auch nichts anzusprechen oder zu verurteilen, dass Linke quasi ein Referendum absegnen, was völkerrechtswidrig ist. In der Tat sind das unterschiedliche Qualitäten. Also ich wiederhole es nochmal. Es ist noch gar nicht so lange her, da hat der SPD-Fraktionsvorsitzende die Reise von 2 Abgeordneten der Linken auf die Krim öffentlich als große politische Dummheit bezeichnet. Wenige Wochen später begrüßt eben dieser Fraktionsvorsitzende die Reise des Ministerpräsidenten zur Putin-Party. Ich bin gespannt, Herr Dr. Niseri ist ja leider nicht da, ich bin gespannt auf die Erklärung, wie das zusammengehen soll. Und was macht der Koalitionspartner? Zumindest ist Ihnen ja, lieber Vincent Kokert, die interne Kritikfähigkeit noch nicht so ganz abhandengekommen. Immerhin war der Vorstand der CDU-Bundestagsfraktion dazu in der Lage, die Teilnahme ihres außenpolitischen Sprechers, dem der Bundestagsfraktion, auf der besagten Putin-Party zumindest zu rügen. Hier im Land war von der CDU aber nichts zu hören. Anpassung, Opportunismus scheint auch hier die Leitlinie der CDU-Fraktion zu sein. Wo waren Sie denn mit Ihren kritischen Worten, sehr geehrte Damen und Herren? Sehr geehrte Damen und Herren, der Ministerpräsident hat mit diesem Besuch nicht zum ersten Mal deutlich gemacht, dass diese Landesregierung das Eintreten für das Völkerrecht, humanitäre und demokratische Werte hinten anstellt, wenn es um die wirtschaftlichen Interessen des Landes geht. Es ist noch nicht mal ein Jahr her, da ist Ministerpräsident Sellering mit einer großen Wirtschaftsdelegation in die Türkei gereist. Die Türkei sollte als Absatzmarkt für Produkte aus Mecklenburg-Vorpommern gewonnen werden. Besucht wurde auch Izmir, eine Stadt, in der, vielleicht erinnern Sie sich, die Sicherheitslage seinerzeit als sensibel beurteilt wurde, weil türkische Sicherheitskräfte Demonstrationen und Demonstranten niedergeknüppelt hatten. Viele hatten damals gehofft und erwartet, und wir haben es auch gefordert, dass der Ministerpräsident diese Menschenrechtsverstöße kritisch anspricht. Aber Herr Sellering, auch damals war von Ihnen nichts zu hören. Herr Ministerpräsident, diese Politik der Anpassung, der Vorsicht, des Opportunismus darf sich nicht fortsetzen. Dass man das anders machen kann, dass man das nicht schweigend hinnehmen muss, dass man auch öffentlich im Rahmen des Protokolls kritisieren kann. Dieses hat kürzlich das Verhalten des Bundespräsidenten in der Türkei deutlich gemacht.
der jenseits des Protokolles klare Worte für die Menschenrechtssituation vor Ort gefunden hat. Und wenn man wirtschaftliche Gespräche führt, dann muss man auf der anderen Seite auch klar ansprechen, was die Missstände in einem Land sind. Das haben Sie nicht getan. Vielleicht haben Sie es im Hintergrund getan. Da bin ich sehr gespannt auf Ihre Erklärung. Ich erwarte hier die Erklärung des Ministerpräsidenten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, das war in der Tat eine interessante Debatte, weil Sie allesamt den Versuch gemacht haben, von dem abzulenken, worauf wir in unserem Antrag einen großen Wert gelegt haben. Und in der Tat, Herr Müller, das kommt nicht im Antragstext zum Ausdruck, sondern in der Begründung zum Ausdruck. In einem Antragstext eine Regierungserklärung zu einem, wie ich glaube, durchaus sehr wichtigen Thema zu fordern, muss man, glaube ich, hier keine Kritik üben. Und ich will deshalb vier Punkte einmal ganz deutlich klarstellen. Der erste Punkt ist, Sie haben hier unterstellt, mit unserem Vorgehen wollten wir erreichen, dass die Gespräche mit Russland von Seiten Mecklenburg-Vorpommerns abgebrochen werden, mitnichten. Es ist auch nicht so, so wie Sie unterstellen, wir wären für einen kompletten Abbruch der Beziehungen vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise. Es ist auch nicht so, dass wir der Auffassung sind, nun müsste die Landesregierung außenpolitische Verhandlungen führen. Es ist auch nicht so, dass Sie überhaupt Nein, auch das ist an der Stelle nicht so. Aber, lieber Kollege Ringgut, das, was wir mit unserem Antrag wollten und was man, glaube ich, sowohl aus dem, was ich hier gesagt habe und vorgetragen habe, wie auch was wir in diesem Antrag begründet haben, was wir wollen und wozu wir aufgefordert haben, war, dass diese Landesregierung bei einem solchen Besuch eine Haltung zeigt und nicht stillschweigend über das hinweggeht, was von uns allen besorgniserregend in der Ukraine gesehen wird und auch nicht ohne weiteres darüber hinweggeht, welche Rolle Wladimir Putin und die russische Regierung in diesem Zusammenhang spielen. Dazu ist kein Wort gesagt worden und das war der Kernpunkt unserer Kritik. Und es war ein untauglicher Versuch, uns zu unterstellen, dass das mündet in völligen Abbrüchen von Verhandlungen oder Gesprächsbereitschaften oder Ähnliches. Es ist auch der untaugliche Versuch, und das müssten Sie wissen, dass wir darauf hingewiesen haben, und zwar auch auf Bundesebene, dass die Strategie, die die Europäische Union, aber die auch die Bundesregierung fährt, von uns im Grundsatz getragen wird. Natürlich wird uns von uns getragen, dass die Gespräche weitergeführt werden und es wird von uns auch getragen, dass gleichzeitig deutlich gemacht wird, und zwar immer wieder, dass dieses völkerrechtswidrige Verhalten dort beendet wird und dass die Rolle Russlands immer wieder kritisiert wird. Genau das haben Sie sein lassen. Und das ist der Kernpunkt, den wir gefordert haben und wo wir das Verhalten der Landesregierung kritisieren. Und da hat mich an der Stelle Herr Müller auch nicht verwundert, dass der Ministerpräsident, der sich ja hier geäußert hat, dafür danke ich, dass sich der Ministerpräsident schlicht und ergreifend weggeduckt hat, weil er auch hier in seinem Beitrag nicht mit einem einzigen Wort Kritik geäußert hat an dem Wirtschaftspartner Russland bezogen auf die Ukraine-Krise. Genau das wäre unsere Erwartung gewesen, dass das einmal passiert. Und genau das ist ja auch öffentlich und auch von unserer Seite kritisiert worden. Sie machen so weiter, als wenn es das überhaupt nichts gäbe. Und da muss ich mir anhören lassen, Doppelmoral. Sehr geehrte Damen und Herren, der Ministerpräsident ist ein öffentlicher Repräsentant, der öffentliche Repräsentant dieses Bundeslandes. Und es ist nicht so, dass wir in irgendeiner Form im luftleeren politischen Raum stehen und so tun können, als könnten wir so weitermachen, als wäre da nichts geschehen. Von uns in der Politik und vom ersten Repräsentanten dieses Bundeslandes erwarte ich, dass er sich zu einer so weitreichenden Frage äußert, insbesondere dann, wenn er das Land besucht, welches in dieser negativen Art und Form an diesem Konflikt beteiligt ist. Das erwarte ich einfach. Das haben Sie nicht gemacht im Rahmen Ihrer Reise, Herr Sellering, und das haben Sie auch heute nicht gemacht. Und das ist der Kernpunkt der Kritik. Und ich will in dem Zusammenhang, weil ich vorhin auf unseren Bundespräsidenten eingegangen bin, einmal zitieren, was der im Zuge seines Besuchs in der Auswertung formuliert hat zu seinen Äußerungen dort, die ja auch von der dortigen Regierung hart kritisiert worden sind. Er hat nämlich geäußert, Zitat, man müsste selbst bei Staatsbesuchen auf Missstände aufmerksam machen können, denn für ihn seien die Sicherung der Mindeststandards bei Menschenrechten und Rechtsstreitigkeiten
Rechtsstaatlichkeit der Hauptbeweggrund in der Politik und dies müsse er auch im Ausland vertreten können. Nichts anderes hätte ich vom Ministerpräsidenten erwartet, weil sich darin eine Haltung, eine politische Haltung wiederfindet, die ich ausdrücklich begrüße und die ich auch hier in dieser Landesregierung mir wünsche, dass ich sie wiederfinde. Herzlichen Dank. Ja.